was für ein Fußballfeld. In der Mitte der Favelas. Wir sind gerade auf dem Weg nach Santa Marta. Alles überflutet hier, die ganzen Häuser sogar. Die wohnen direkt am Meer, ne? Ja. Es ist zwischen Meer. Da ist Meer, das heißt auch so Meer. Krass. Das Wetter sieht top aus. Wir zeigen euch jetzt noch mal kurz hier die Umgebung in Playa Taganga. Wir gehen nämlich jetzt gerade genau zum Strand und dann geht's ab zum Tayrona National Park. Und hier. Und das ist die Strandpromenade hier in Playa Taganga. Jetzt ist noch alles schön ruhig, aber gestern Abend war hier auf jeden Fall ordentlich was los. Laura wird von Hunden attackiert. Und das ist der Strand Taganga. Sieht erstmal wunderschön aus mit den Bergen drumherum. Aber wenn man dann am Strand ist, sieht es halt so aus. Das war für uns ein sehr großer Schock gestern, weil wir dachten, in Santa Marta gibt es auf jeden Fall bessere Strände. Wir kommen gerade aus der Karibik in Aruba und da ist man anderes gewöhnt. Ich weiß nicht, wie die anderen Strände sind, deswegen gehen wir heute in Tayrona National Park und da erwarten wir auf jeden Fall deutlich mehr. Wir hatten eigentlich einen Trip gebucht zum Tayrona National Park. Vom Playa Beach Taganga hier. Und jetzt sitzen wir hier im Taxi. Gestern haben uns die Taxifahrer erzählt 120.000. Wir zahlen jetzt 80.000. Ja. Das ist noch viel, ne? Das ist immer noch viel, ja klar. Aber was sollen wir machen? Hier nichts. Ich habe leider die Lokation ausgewählt, hier Playa Taganga, weil ich dachte, hier gibt es einen schöneren Strand. Ja, als die günstigen Busse fahren alle aus Santa Marta ab. Das kostet 10.000 Pesos um den Dreh, glaube ich. Ja, und wegen mir sind wir jetzt hier am Playa Taganga und müssen mehr zahlen. Und Laura ist not amused. I told you. Não diga que não foi por falta de aviso. Ja. Aber okay, das sind Erfahrungswerte, deswegen teilen wir euch das mit. Wenn ihr zum Tayrona National Park wollt, bleibt auf jeden Fall in Santa Marta und besucht nicht den Playa Taganga, lohnt sich auch sowieso nicht. Vamos. Ist das hier? Hier ist der Eingang von Tayrona National Park. Hier muss man seine Tickets kaufen. Und wenn man eine Nacht übernachten will, muss man auch aussuchen, an welchem Zeltplatz. In La Arenilla. Ah, Arenilla ist das Ziel mit der Sol. Also wir mussten gerade die Versicherung für den Park zahlen. Das ist 6.000 pro Tag. Und das ist dazu da, weil im Park gibt es halt Ranger, die auf die Tiere aufpassen. Es gibt medizinische Stationen, es gibt Feuerwehr, alles Mögliche. Und dafür ist die Versicherung da. Unterkunft haben wir bezahlt, Versicherung haben wir auch bezahlt. Jetzt müssen wir noch den Eintritt für den Nationalpark zahlen und dann geht's endlich los. Hier gibt es jetzt eine kleine Kontrolle, was wir alles mitgenommen haben im Gepäck. Viele Sachen wie Plastiktaschen sind zum Beispiel verboten. Und meine Drohne wurde rausgefischt, also Drohnen darf man nicht mit in den Park nehmen. Deswegen frage ich mich, wie so viele Leute Videos machen konnten mit Drohnen, aber ja, ist wahrscheinlich für einen guten Grund, wegen der Tiere und so weiter. Deswegen müssen wir sie jetzt wegschließen hier in irgendeinem Locker. 25. Wir sind noch nicht mal richtig drin im Park und wir haben jetzt schon 5 Moskitostiche. Also, oder mehr. Also nehmt auf jeden Fall was mit gegen Moskitos. Das ist krass hier. Man kann sogar mit PayPal jetzt zahlen. Costa quanto una bebida? Cerveza? Cerveza o cola? La cerveza 5.000. La Coca-Cola vale 5.000. Sí. Sí, después también. Listo, mi problema. Laurinha, und jetzt heißt es 2,5 Stunden laufen. Genau, gerade so. 9:40. Mal schauen, ob es wirklich 2,5 Stunden sind. Also, wir haben den Bus schon nach oben genommen. Man kann auch zu Fuß laufen, das ist aber dann nochmal ungefähr 30, 40 Minuten mehr. Der Bus kostet 5.000 pro Person. Geht also klar. Hier sind die Medizinstationen, Krankenwagen, alles vor Ort. Deshalb zahlen wir die Versicherung. Es soll hier auch mehrere Affen, Faultiere und andere Tierarten geben. Deswegen
sind wir ein bisschen ruhiger und schauen ab und zu nach oben. Vielleicht sehen wir heute noch welche. Da ist einer, ein Apfel. Halle. Hier, du. Da. Das ist schön hier. Ja, das ist. Oh, hörst du schon das Meer? Ich höre schon. Also 30 Minuten. 30 Minuten und wir sind fast beim ersten Strand. Also der Weg hier im Tayrona National Park ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Ich bin unnormal am Schwitzen und es ist auch halt ein Weg durch den Dschungel. Also mit vielen Hindernissen und so weiter. Laura will den Schlamm verhindern. Wir sind angekommen beim ersten Strand. Ubatuba Shore. Das ist der erste Strand hier auf dem Weg, aber bei dem Strand kann man nicht schwimmen gehen. Ihr seht selbst die Wellen. Hola. Agua de coco? Sí. Da quanto? 5 mil. Let's drink some, Laura. Ja. Eine? Sí, una, por favor. Una. Hey, where's the... ¿Tienes cambiar? ¿Cuánto? Gracias. Okay. Hola, güey cocos. ¿Schmeckt? Ja. Geht so. Eine Ameisenstraße. Geht weiter. Sie sind ordentlich am Arbeiten. Wow. Guck mal, komplett. Bis da ganz hinten. Das ist der Campingbereich, oder was? Okay. Ja, mit dem Pferd anreiten. Zieht euch den Schlamm rein hier. Die Preise sind sogar echt in Ordnung für diesen Nationalpark hier. Pelo que eu li na internet, este camping é o mais barato, porque também é o mais afastado das praias que a gente está indo. Que é cabo de alguma coisa lá pra frente. Mas acho que a gente fez uma escolha boa, né? Acho que sim. Porque é longe pra porra. Ainda estamos muito longe. Outra coisa, né? Quem não quiser, pra quem quiser comer, comprar bebida, tem por aqui. Tem ambulante também vendendo, mas paga mais caro. Ou se quem quiser economizar, como a gente, passa perrengue, porque ó, mochilinha pesada, sacolinha pesada, cheia de água e comida. Então é isso, né? So, und hier müssen wir jetzt unsere Schuhe ausziehen. Isso ninguém mostra. Yeah. Isso ninguém mostra, ninguém fala. E ainda o Dominique falou, a gente leva sapato de água, falei, não, não vamos precisar não. Ja, yeah, müssen wir, né? Schuhe wieder anziehen. Also bis hierhin konnten wir dem Schlamm noch gut ausweichen, aber ich glaube, jetzt kommen wir nicht mehr drum herum, Laura. Scheiße, Alter. Isso, o YouTube não mostra, né? Só mostra as praias bonitas, que também não vimos. Mas isso ninguém mostra. Sobrevivência na selva. Das ist Abenteuer. Alter, das wird eine Herausforderung. Ja. Alter. Laura, du bist Piloto da Selva. Das waren mal weiße Reeboks. I don't know how you will make it. There's a bag. Yeah. Ah, yeah, there's the iron jump here. Yeah, I think that it's working. Hey, that this is fucking... Give me the bag. Give me the bag. No, no. It. Alter, fuck.
Okay, go. Alter, meine Schuhe sind gefickt, Mann. Deine sind auch gefickt. Ja. Aber super Teamwork mit den Jungs. Hat Spaß gemacht. Einfach, wir sind alle lost. Hier gibt es keine Guides. Da ist ein Zaun. Und keiner weiß, wo wir lang gehen müssen. Ich glaube, gleich haben wir es geschafft, Laura. Ja, aber wo ist unser Camping? Das müssen wir noch herausfinden. Wenn ihr in den Tairona National Park geht, geht auf jeden Fall in einer kleinen Gruppe. Also wir sind hier mit einer riesigen Gruppe und alle haben sich hier verirrt, weil es hier kaum Wegweisungen gibt oder sonstige Sachen. Es gibt keine Guides hier. Und das ist einfach eigentlich traurig für einen Nationalpark, wo man so viel Geld zahlt, dass man kaum Schilder hat. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die hier verbesserungswürdig ist. Wir haben es aber jetzt geschafft und gleich sind wir am Strand. Hey, wir haben es geschafft. Wow, La Playa Piscina. Pero pase rápido, eso así, pase rápido, no, pero no se demore ahí, pero no. Also der Weg zum Strand fuckt einfach nur ab. Es wird nicht besser. Das sind die wichtigen Details, die man sehen muss, ne Laura? Ja. Es ist muito perrengue. Olha. Já que já me arrependo de ter pagado para dormir aqui, era melhor voltar de barco do que voltar tudo isso de novo. Stimmt, Alter. Wir geben auf, die Schuhe werden ausgezogen. Es macht einfach sonst keinen Sinn, hier lang zu laufen. Nein, and we also need to come back. Ja, also der Weg ist eine echte Katastrophe. Keine Ahnung, ob der Weg immer so ist. Wir haben jetzt Ende November. Natürlich regnet es ab und zu mal. Aber der Weg ist auf jeden Fall eine Katastrophe. Also barfuß hier langlaufen ist auch nicht eine geile Idee. Boah. Alter. Boah. Laurinha do Céu, auf was haben wir uns hier eingelassen? Und gerade hat das Pferd auch noch genau hier in den Schlamm reingepisst. Lecker. It's really deep. Also, hier gibt es keine andere Option. Man muss seine Schuhe ausziehen. Hätten wir das alles gewusst, ich glaube, dann hätten wir die Hinfahrt lieber mit dem Boot angetreten, ne? Me too. Das ist Playa Taganga und das ist die Schlange, um mit dem Boot nach Tairona National Park zu kommen. Ich bin fast in den Schlamm gefallen. Kommst du raus? Ja. Scheiße, Alter. Ja. Wir haben es geschafft. Oh, Alter, was für ein verfickter Weg. Also. Muito perrengue pra praia. Ja, um einen Strand zu sehen, ist echt krass dieser Weg. Puh, ich muss erstmal verarbeiten, ich weiß gar nicht, was ich genau sagen soll. Weil ich bin gerade einfach nur heftig abgefuckt. Ich hoffe jetzt, dieser Strand ist diese ganze Scheiße wert gewesen. Hier sind die ganzen Zelte, dass man direkt am Strand campen kann. Wir haben uns hier dafür die Cabanas entschieden, die sind 25 Minuten von hier aus. Und da hat man ein richtiges Haus und kein Zelt. Also man kann ja anscheinend überall mit Karte zahlen. Weil ich habe häufig gelesen, dass man ja nicht mit Bargeld, also nur mit Bargeld zahlen kann. Anscheinend ist es jetzt nicht mehr so. Und willkommen an den schönsten Stränden Kolumbiens. Ah,
ay, ay, vivo. Das ist lindo. Also hier das Wasser auf der Seite ist deutlich besser. Hier kann man richtig klares Wasser sehen. Besonders erwartet. Der Strand ist natürlich mega voll, aber es war klar. Aber ich bin froh, dass das Wasser hier auf jeden Fall deutlich besser ist. Da frio. Und aus dem Nichts hat irgendjemand seine Drohne hier reingebracht. Ich sag dir nur ein paar, ne? Jetzt bin ich eifersüchtig. Ich gönne es ihm, dass er hier die Aufnahme machen kann, aber ich kann leider keine Aufnahme machen. Der Strand ist jetzt schon unnormal voll und wir sind in Low Season. Hier gibt es noch einen Aussichtspunkt, auf den man hochgehen kann. Den checken wir jetzt mal aus. Hier gibt es noch überall Hängematten. Jetzt schauen wir uns die Aussicht von hier oben an. Die meisten Leute übernachten direkt hier am schönsten Strand im Tayrona National Park in den Zelten. Wir haben uns für ja, oder halt in der Hängematte unter dem Haus da. Wir haben uns für die Cabanas entschieden und deswegen müssen wir jetzt noch mal 30, 40 Minuten sagen, sie laufen. Nein, ich glaube, wird ein bisschen mehr sein, weil alles voller Schlamm ist. Ja, also nochmal ab geht's in Schlamm. Und ich hoffe, das Wetter fängt nicht an, uns einen Strich durch die Rechnung zu machen. Hier zum Beispiel, es gibt drei Wege. Dort oben, hier durch die Mitte, wo die Pferde langlaufen, aber da ist alles komplett zerstört. Und da gibt es einen Weg. Aber es gibt keine einzigen Wegweiser, also sowas ist echt unglaublich für so einen riesigen Nationalpark. Das ist der Moment, wo wir echt am Verzweifeln sind. Wir sind hier am Rumlaufen durch einen Nationalpark. Es gibt keine Schilder aufgestellt und wir haben keine Ahnung, wie wir zu unserer Cabana kommen. Hier ist ein Weg, da ist ein Weg, da ist ein Weg. Aber es gibt kein einziges Schild in diesem verfickten Park. Alter, diesen Trip habe ich mir echt anders vorgestellt. Und wie immer bei unseren Trips, genau zum Ende fängt es natürlich an zu regnen. Scheiße, Alter, wenn das noch schlimmer wäre. Derecha o izquierda? Derecha. Gracias. Alter. Fuck, Alter. Ach so, wir sind hier. Ah, hier sind wir. Ja. In der Weber. Ja. Oh, Gott sei Dank. Ich bin gleich einfach nur noch froh. Alter. Habt ihr es gehört? Ja. Ich bin gleich nur noch froh, wenn wir bei unserem Camping sind. Puh. It's not fun when you get lost in the jungle. Middle of the jungle and it's getting dark and rain. Without signalization. Hey, Virginia. Llegamos. Wir haben es geschafft. Alter Schwede. Los geht's. Puh. Jetzt müssen wir nur noch unsere Cabana finden. Ich sehe nämlich niemanden rumlaufen, den wir fragen könnten. Ah. Hola. Sí, tenemos una cabana aquí. Sí. Con Luis, sí. Aquí. Okay. Este. Okay. Yo creo que hay que esperar que venga mi esposo. Creo que debe llevarlos al otro campamento, hacia el lado. Ah, aquí no, no hay, porque como nosotros no vendemos, solo es afuera, los chicos con el dueño, nosotros solo recibimos. Sí. A veces ellos se comunican y no se sabe cuántas han vendido. Cuando vienen aquí ya está lleno.
Entonces mi esposo lo que hace es que lo lleva al campamento al lado, que también tiene cabañas. ¿Pero ¿ya? es como es? Sí. Es un poco mejor. Porque tiene camas más arriba. Ah, sí. Ya, tiene restaurante. Pero también cabañas, no hay tienda. No, es cabaña. Todo bien. Ya, entonces. No sé si vamos caminando. Sí. Sí. ¿El camino está siempre así o también en verano? No, no, solo ahora por la lluvia. Solo ahora. Porque ha llovido mucho. Ah. La mejor época es enero. Enero. Marzo, abril. Ah. Mayo. Das nenne ich Glück im Unglück, ne Laura? Ah? Das nenne ich Glück im Unglück. Jetzt haben wir sogar ein besseres bekommen. Mal schauen. Ich habe nur, wenn ich sehe. ¿No hay luz aquí? ¿Ah? ¿Hay luz aquí? Por eso, el reflector se prende automáticamente más luego, por ahí como a las 6. Ah, cuando es cuando más oscuro. Más. Sí. Automático. Laura, ich wusste, der Tag wird kommen und diese Stirnlampe wird ihren Sinn ergeben. So, hier sind die Toiletten irgendwo. Die Duschen. Mal schauen. Ich glaube hier, ne? No. No. Hier ist auch noch. Leckere Toilette. Denn ihr seid hier, ist die Chance. Ah, hier. Die Shower completely open. Ist open? Ja. Baby Brother. Also hier nimmt man, hier duscht man komplett ohne irgendwelche Sichtbedeckung. Warum nicht? Okay. Also das habe ich wirklich nicht erwartet. Mal schauen. Und kalt. Hä? Kalt. Natürlich ist es kalt. Das war eine Frage. Ey da. Also ich muss jetzt die Kamera ausmachen. Sonst wird das ja alles nichts mit dem Duschen. Einfach beim Duschen kommt die ganze Zeit Sand raus aus dem Haar. Kann das schlimmer sein? Bis in Nacht? Ja, wir sind halt nicht in einem Luxusresort, ne? Wir sind halt in der Natur. Ja, also mehr als eine Nacht muss hier wirklich nicht sein. Unser Candlelight in heute Nacht. Dusche de leche. Tuna, Brot, Käse und Wasser. Das ist unser Survival Kit. Guten Morgen aus dem Dschungel. Dia. In unserem wunderschönen Resort heute Nacht. Wie war die Nacht, Laura? Sehr interessant. Sehr interessant. Viele Barulho, de mosquito. Ja. Medo de acordar no meio da noite para fazer xixi. E tem uma cobra no escondida. Ja, aber die Erfahrung im Dschungel zu schlafen ist auf jeden Fall eine gute Erfahrung. Das Bett ist leider eine Katastrophe gewesen für mich. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Es ist, und das ist das Beste, ne? Das, ja, das ist halt wie so eine Matratze, wenn man so einen Abdruck für seine Schuhsohle macht. Es geht richtig rein und man schläft quasi auf dem Holz hier. Ja, okay. Aber eine Nacht reicht für mich vollkommen. Würdest du hier noch eine Nacht haben wollen? Warum? Ja. Die Frage ist, warum? Ich verstehe nicht, warum? Okay, wir gehen jetzt zurück. So, wir befinden uns auf dem Rückweg und bevor wir unser Fazit zu dem Park hier geben, müssen wir erstmal sagen, wir hatten sehr, sehr hohe Erwartungen. Einfach aus dem Grund, dass überall auf YouTube oder in irgendwelchen Blogs wird geschrieben, das Paradies, Kolumbiens schönsten Strände, der schönste Ort in Kolumbien. Wir sind jetzt schon einige Zeit hier in Kolumbien. Wir haben schon sehr, sehr viele schöne Orte gesehen. Und deswegen waren die Erwartungen einfach sehr, sehr hoch. Ja. Und ja,
Also, Fazit. Ja, die Strände sind schön, der Park ist schön, aber es gibt halt ein paar Sachen, die sind nicht so schön, wie zum Beispiel die Wege. Liegt natürlich daran, dass wir jetzt auch in der Regenzeit sind. Die Wege sind eine komplette Katastrophe. Im Sommer soll das Ganze besser sein, haben sie uns gesagt, da sollen die Wege ausgetrocknet sein. Aber im Sommer sind natürlich auch deutlich mehr Leute hier und die Preise sollen auch noch mal ein bisschen höher gehen. Wir sind eigentlich nur hierher gekommen, nach Santa Marta, wirklich wegen des Tayrona National Parks, weil überall wird gesagt, der schönste Park Kolumbiens, auch die anderen Einheimischen, die sagen, ein wunderschöner Park, er ist schön, ja. Aber wir hatten auch schon Erfahrungen jetzt, wo wir durch den Dschungel gelaufen sind, wie in La Macarena oder San José de Guevara. Oder einfach die Strände in Brasilien. Es ist ja ein bisschen so. Und, ja. Oder halt, der Strand ist schön, ja. Aber wie Laura gerade schon gesagt hat, in Brasilien hast du überall solche Strände und noch schöner. Also für uns, das ist nicht so besonders. Genau. Weil wir kennen schon andere Orte, schöner, einfacher zum Gehen und... Weniger Geld, gar kein Geld. Wirklich weniger Geld. Weil es ist Geld zu kommen zum Santa Marta, zu kommen hier und zurück und auch zum Schlafen. Es ist, ich glaube, es ist eine gute Erfahrung für Leute, die gar nicht kennengelernt haben. Wir ja. kennen das schon, wie ist das? Also deswegen sind wir ein bisschen nicht enttäuscht, aber es ist nicht so besonders. Wir haben mehr erwartet, so ist genau. es. Ja. Also genau, wie Laura gerade schon gesagt hat, wenn man sowieso nach Santa Marta geht oder wenn man dann noch weiter reist nach Palomino oder Minca und die Sierra de Santa Marta angucken will, kommt auf jeden Fall her. Der Tayrona National Park ist einen Besuch wert. Wenn man nur wegen des Tayrona National Parks herkommt, so wie wir, dann würde ich sagen, macht's nicht, spart lieber das Geld und macht dafür eine andere Erfahrung. Zum Beispiel Caño Cristales ist sehr, sehr viel Geld, aber Caño Cristales taugt wirklich alles. Einfach ein einzigartiger Ort. Sowas hat man noch nie gesehen. Dieser Strand hier, der Dschungel, ist vielleicht auch einzigartig auf seine Art und Weise, aber es gibt deutlich schönere Strände. Also ich würde sagen, der Strand ist noch nicht mal in meinen Top 10. Nee. Und deswegen, ja. Hey, passt darauf auf in der Regenzeit, dass der Weg halt scheiße ist. Vielleicht ist es dann besser sogar von Playa Tanganga hier anzureisen mit dem Boot. Dann habt ihr nicht diesen scheiß Weg und müsst nicht durch den Schlamm laufen die ganze Zeit. Und ja, wenn ihr im Dschungel schlafen wollt, ist eine coole Erfahrung, aber eine Nacht, denke ich, reicht. Weil, ja, es ist, ihr habt es selbst gesehen, es ist kein Luxuskomfort. Die Duschen sind offen, dann hast du Steine im Wasser. Und zum Baden ist nur die zwei, ne? Ja. Piscina, ja, genau. Es gibt ja auch nur zwei Strände zum Schlafen, sag ich schon, zum Baden. Und selbst die sind sehr wellig. Von daher ist es wirklich zu hohe Erwartungen, zu viel Hype für diesen Ort. Und jeder muss natürlich selbst für sich entscheiden, ob er hierher kommen würde. Wir würden es nicht nochmal machen. Genau. Vielleicht konnten wir euch mit dem Video helfen. Hoffen wir natürlich. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ab jetzt fahren wir nach Cartagena. Also das wertet nochmal unsere Erfahrung im Tayrona National Park deutlich auf. Wir haben endlich Tiere gesehen, endlich haben wir Affen gesehen. Wow! Hey, Kollege! Ah, da ist deine Mutter. Guck da oben. Ja, schön mit dem Kleinen. I think he wants to take my camera. Ist das nicht gefährlich? Doch, ich wurde mal vom Affen gebissen. Fertig? Ja. Wow. Let's go. Und noch ein Tipp, kommt ihr auf gar keinen Fall am Wochenende her. Also, uns sind gerade so viele riesige Gruppen entgegengekommen. Deswegen macht's lieber nicht.